Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Druiden-Deck. Denkt bitte immer dran, beim Spielen gegen andere Spieler erhaltet ihr zusätzliche Erfahrung. Das ist schön. Na gut, das Üben bringt jetzt nach Level 10 auch nicht mehr ganz so viel. Aber wir bekommen unseren Gegner und es ist ein... Ah, Priester. Anduin. Okay. Das Licht wird den Sieg bringen. Das heißt, es wird wieder irgendein Kombinationsspiel werden oder er wird sich kopieren von uns, was er nur bekommt. Unsere Starthand sieht total blöd aus. Sie bringt uns eigentlich gar nichts. Das einzige, wo ich jetzt sehe, wo gut ist, ist der Feendrache. Der ist sehr praktisch. Weil, Priester haben nicht arg viele Möglichkeiten, was sie dran machen können. Erst in Runde 5 bekommt er seine Heilige Nova, mit der er dagegen vorgehen könnte, aber davor sieht's eigentlich. Müsste er ja eigentlich, wenn er keine Figuren auf dem Deck hat, könnte er hier schon was reißen. Ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. Er entscheidet sich noch. Mein Gott, das ist eine Jahrhundertentscheidung hier. Und es geht los. Und wir bekommen auch noch einen Yeti. Das ist sehr schön. Jetzt kommt es drauf an, spielt er was aus oder spielt er nichts aus. Und er macht nichts. Das ist für uns sehr gut. Denn wir können den Feendrachen spielen. Wir haben nicht mal irgendwie eine Münze bekommen. Hätten wir die Münze bekommen, könnten wir gleich einen Icewind Yeti spielen. Und nächsten Runde, was macht er? Er spielt zwei, vier, sechs, sieben Karten hat er liegen. Er macht rein gar nichts. Gut. Bringen wir unseren nächsten Freund hier raus. Gebt mir eine Quest. Der rastlose Abenteurer. Und zeigen ihm mal ein bisschen, was Schmerzen sind. So, nächste Runde können wir entweder unseren Yeti spielen. Okay, wen vernichtet er, wird Evergreen vernichten, logischerweise. Quest fehlgeschlagen. Er zieht ihm. Ja gut, stimmt, er hatte ja die zweite Ecke mit uns. Und heilt sich erstmal hoch. Gut, es liegt für ihn immer noch nichts dran. Das heißt, der perfekte Moment für unseren Yeti. Und einen Angriff. Ich mag den Yeti echt. Das ist. Das Dingo! Ja! Krieg ich ihn gleich weg. Ich habe hier 3 Schaden. Ich muss ihn hochbuffen. Schade. Naja, machen wir mal. Das soll eine Waffe sein? So, einmal. Zweimal. Und in der nächsten Runde bekommen wir auch noch Kane Bluthoof. Das ist auch schön. Wenn er jetzt nicht irgendwas spielt. Eine Bild-Kombo. Beziehungsweise wir haben hier natürlich noch. Okay, ihm fällen die Antworten. Er kopiert sich. Und probiert sich zum Heilen. Das ist schön. Und da kommt sogar die nächste schöne Karte, die wir brauchen können. Verzagt nicht. Einmal ihn. Und 3. Wenn er keine Diener hat, kann er gegen ihn hier nichts tun. Und ich glaube in der nächsten Runde, ich sehe hier 12, ich sehe hier 15. Was wir machen. Okay. Er fügt eh allen 2 Schaden zu. Das heißt, wir müssen unseren Yeti, können wir so oder so, können wir jetzt opfern. Moment, er fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Dann rechnen wir mal durch. Wir haben hier 12. Das heißt, wir brauchen nur noch
4 Schaden. Fertig. Und bedanken uns noch für die Ehre. Und es war ein sehr, sehr lockeres Spiel, weil er hat wirklich auf seine Kombinationen gewartet, hat nichts Großartiges gespielt. Oh, ist der Tumult laut. Ja, und hat uns eigentlich echt, ja, gar nichts irgendwie großartig gebracht. War eine sehr, sehr einfache Runde, aber ich denke, ihr konntet vielleicht trotzdem die Mechanik des Spiels sehen und ja, dass ein Priester einfach damit keine besondere Chance hat, auch dadurch, dass wir sehr, sehr viele Gegner oder sehr, sehr viele Diener ausspielen, die einfach 4 Schaden machen und er nichts da entgegensetzen hat. Er kann weder sein Schattenwort Schmerz, er kann nicht sein Schattenwort Tod spielen. Somit bleibt ihm da recht wenig Möglichkeiten. Wenn ihr trotzdem Verbesserungsmöglichkeiten habt, schreibt diese bitte in die Kommentare oder mir eine Nachricht. Und schickt mir entsprechend ein Like oder was ihr möchtet, wenn es euch gefallen hat. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, und bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.